Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Pokémon Purpur Folge. Im letzten Mal haben wir hier das Herrscher-Pokémon fertig gemacht. Wir haben dadurch das Gleiten bekommen. Wir können jetzt durch die Luft gleiten. Und heute wollen wir uns den Arena-Leiter vornehmen. Ich habe sicherheitshalber mal nachgeguckt, ob der Level 40 ungefähr ist. Der ist im Level 30er Bereich, also sollten wir eigentlich mit ihm klarkommen. Aber zuallererst, dich habe ich beim letzten Mal schon entdeckt. Dich will ich fangen. Ein Reluk. Ich pökel dich mal ein. Pökeln ist immer die richtige Entscheidung. Aua. Sollte es fangbereit sein. So, der Superball fliegt. Und der funktioniert. Es ist ein Käfer-Pokémon. Ich dachte, das wäre zumindest noch neben beim Boden-Pokémon. Wir haben hier jetzt Reluk, das Wälz-Pokémon. Reluk wälzt in seine Schlammkugel umher, während es die Energie für seine anstehende Entwicklung heranreifen lässt. Du siehst interessant aus. Und du hast definitiv noch eine Entwicklung vor dir. Geronimax will offenbar auch mitmischen. Aber ich hab dich leider schon, Kumpel. Interessant, die Viecher hier in der Umgebung. Ich stehe in der Geronimax-Menge. Die sind alle unter Level 30, aber das Herrscher-Pokémon ist Level 40 ungefähr. Alter! Jetzt lasst mich doch gehen! Also wenn der drei Geronimax instant in mich reinrennt, das ist schon irgendwo nervig. So, da kann ich jetzt einfach hingleiten, ne? Dop, dop, do, dop, dop, do. Ich denke mal, das ist der Ort in diesem Game, wo der große Pokémon-Markt sein wird. Ich will aber erstmal meinen Pokémon da hinten heilen. Ich muss schon sagen, ich mag das Gleiten. Oh nein. Das Oh nein galt der Tauros-Herde dort. Die Taurusse sind in diesem Spiel das, was einen nerven soll. Die sind nur dazu um zu nerven. So, auf dem Turm, da ist doch definitiv was. Nehme ich mit. So, Team angepasst. Schon mal für den Arena-Leiterkampf. Hyperstrahl war hier oben. Okay, das ist nice. Das Gleiten, das mag ich. Aber ich kann es nur einmal in der Luft aktivieren. Ist das die Spielhalle von diesem Game? Nee, ist nur ein Gebäude. Als jeder dachte, ich kann hier dahin gehen. Du hast sie vergessen. Der ist gerade traurig, meinst du wohl? Ja, genau. Du willst etwas Kleingeld von mir berauben. Junge, ich will ihm doch nur sein Portemonnaie bringen.
Ja, das hier ist ein guter Beweis dafür, dass wir im Bereich sein müssten. Ich mag Blumentrick. Das ist eine schöne Attacke. Guck, da links applaudiert mir auch jemand für den Angriff. Scampisto? Ach, das Pokémon. Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, was du warst. Stimmt, ja, war es vom vorherigen Spiel. Ungefähr. Easy. Ich glaube, ungefähr so wird auch der Arena-Leiterkampf ablaufen. Ja, genau. Vergib ihm. Er hat gerade 4000 an mich verloren. Ich will dir auch nur deine Brieftasche bringen. Gern geschehen. Dank für dein Notgroschen. Oh, Auktion. Und wie genau? Dafür gibt es bestimmt irgendeinen Trick. Hast du mir geben. Okay, es wird teuer. Okay. Bei 10.000. Erstmal abwarten, würde ich sagen. Wieder 30.000. Wetten, ich muss die ganzen 50.000 direkt ausgeben. Nee, ich darf 5.000 davon behalten. Ja, nimm ruhig. Ja, ich werde dir sofort hinterherfliegen. Ich will nur gucken, das hier ist ja offenbar im Markt. Ich will gucken, was sich hier kaufen lässt. Dass das als Arena-Prüfung einfach durchgeht. Wieso wurde mein Pokédex aktualisiert? Ach so, wegen dem Boyelin. Ich kann hier nur Essen kaufen, oder wie? Flinkfedern. Das kann man bei dir kaufen. Auch essen. Okay, bei dir kann man Konservengemüse kaufen. Ich dachte, das hier wäre so eine richtige Handelsmetropole. Oh, hier kann ich Bälle kaufen. Oder ist das eine Auktion? Nee, ich lass mal. Okay, irgendwie ist diese Handelsstadt enttäuschend.
Stimmt, kann man hier an dem einen oder anderen Tag, je nachdem, wonach sich das richtet, was Schönes kriegen, aber ich finde jetzt nicht, dass ich das unbedingt machen müsste. Irgendwann treffe ich mal die richtige Taste, Leute. So, Leute, dann würde ich mir sagen, ab in die Arena. Oh, kenne ich dich nicht von irgendwo her? Ja. Wer bist du denn? Naja, geht so. Eingebildet. Sie? Ich dachte, das wäre ein Junge. Okay. Ja, die Arena wird jetzt wahrscheinlich ein Klacks. Ich frage mich, was die eigentliche Prüfung gewesen wäre. Oh, Combo scheint beliebt zu sein. Ey, dafür, dass du keine Haare auf dem Kopf hast, hast du richtig buschige Augenbrauen. Das würde ich gern probieren, tatsächlich. Ja, mehr oder weniger. Ich finde, die Wasserarenen sind immer die einfachsten. Ich weiß nicht, wieso. Es gibt bei jedem Pokémon immer mindestens eine Wasserarene. Und die sind irgendwie gefühlt immer die einfachste. Agilusa. Das Pokémon, das sieht cool aus. Das will ich haben. Habe das Gefühl, dich werde ich one-hitten. Was ist eigentlich meine Fähigkeit überhaupt? Notdünger, okay. So, Terra-Kristallisierung und Blumentrick. Das wird ein One-Hit. Sieht irgendwie nice aus. Die Kristallisierung passt richtig zu diesem Pokémon. Das steht dem Pokémon richtig gut. Oh, Spukball. Gerne. Das braucht ja auch irgendeine Geisterattacke, ne?
Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme Feuerzahn weg. Schlickdri. Ich wusste doch, dass Schlick da auch noch eine Schlickdri-Form haben muss. Das sieht lustig aus. Also, mein Pokémon ist irgendwie so eine richtige Rampensau. Mein Maskagado. Krawel kommt als nächstes. Bisher war deine Pokémon alle schwach. Das wird auch ein One-Hit. Okay. Dann mach mal. So, jetzt ist es ja so oder so ein Wasser-Pokémon. Ich meine, vorher war es ein Eis-Pokémon. Ciao. Ich sag doch, irgendwie sind die Wasserwellen immer die einfachsten. Ich weiß nicht wieso. Ich habe jedes Pokémon one-hitted. Das hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht, wären die Zähne stärker gewesen, tatsächlich. Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil ich ein bisschen OP war für den Kampf. Aber du bist mir sympathisch, Meister. Du bist mir richtig sympathisch. Ich verstehe, warum die Leute dich mögen. Kalte Dusche. Der Anwender greift an, indem er das Ziel mit eiskaltem Wasser beschüttet. Das raubt dem Ziel seinen Kampfkraft und senkt so seinen Angriff. Ach, irgendwie habe ich mit dir schon gerechnet. Ja, vierter Orden. Okay. Alles gut. So, sie steht jetzt auch nicht hier, weil sie irgendwie Krach mit mir haben will. Ja, Leute. Wir haben die Hälfte damit dann, glaube ich, abgeschlossen. So, vom Weg des Schelms sind nur noch vier Sachen übrig. Von den Straße der Sterne sind noch zwei übrig. Hier oben und sie hier. Das soll ja eine sie sein. Die drei Arenen hier plus die da ganz unten. Und halt noch beim Vater Legenden einer. Hier das Herrscher-Pokémon mitten im See. Ist, glaube ich, ein Drachen-Pokémon, oder? Ja. So ein See assoziiere ich immer mit einem Drachen-Pokémon irgendwie.
Ja, und danach kommt Pokémon Liga. Und dann haben wir eigentlich geschafft. Dann fehlt nur noch Aftergame-Content und natürlich die legendären Pokémon. Ja, Leute, wir haben heute wieder was geschafft. Ich habe ja gesagt, bis zum nächsten Mal werde ich die Pokémon ein bisschen hochtrainieren. Ich glaube, ich werde die sogar auf Level 45 pushen. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr Spaß mit dem heutigen Video hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis bald.